Hallo und herzlich willkommen zurück bei Subnautica. Und ihr habt es jetzt verpasst, aber die nette Roboterstimme hat uns gerade darauf hingewiesen, dass wir jeden Moment eine verdorrte Mumie sein werden, wenn wir nichts trinken. Glücklicherweise haben wir hier aber einen Vorrat und werden uns gleich mal ein bisschen flüssiges Nass. Flüssiges Nass, alles klar. Was erzählst du für eine Scheiße hier? Wir werden uns auf alle Fälle ein bisschen was reinschieben. Oh mein Gott. So, als nächstes könnten wir nochmal ganz kurz mit dem Schrank gucken, denn wir hatten hier doch noch irgendwo genau das Compartment. Und dann würde ich nämlich sagen, dass wir hier wieder so ein Druckkompensatorteil, das uns im Moment nichts nützt, ausbauen. Und dann sehen wir mal, ob sich da was an der sicheren Tiefe ändert. Offensichtlich nichts, dann passt das schon. Dann können wir noch ein Vorratsmodul reinhauen. Dann können wir sogar noch eins ausbauen. Krass. Wartet mal, jetzt muss ich da einsteigen und mal ganz kurz abtauchen. 500 Meter, tatsächlich. Das berechnet also wirklich bloß exakt ein einziges Modul, das man dann wiederum bei diesem einen Tisch upgraden kann. Okay, es macht durchaus Sinn. Das ist aber richtig geil. Dann können wir nämlich hier noch so ein... Haben wir noch so ein Ding? Nee, aktuell nicht, aber... Kriegen wir bestimmt auch noch hin. Wir haben doch hier noch eins gehabt, oder? Da war's. Da war's auch nicht. Hm. Schade. Wir können mal nachsehen, was die Upgrade-Konsole sagt. Oh, Prawn-Anzug-Module. Ein Prawn-Anzug Sprungdüsen-Upgrade. Starke an der Hinterseite befestigte Düsen heben den Prawn-Anzug in die Luft. Okay. Was ist denn Cyanid? Wo kriegen wir denn das her? Schwefel und Blaststabern. Oh Gott, das wird wieder eine Sache, sage ich euch. Nee, aber ich wollte hier was gucken wegen den C-Motten-Modulen. Das Sonar wäre natürlich auch geil, aber ich weiß leider nicht, was Polyanilin ist. So ein Vorratsmodul wäre auch noch geil, aber da haben wir das Zeug im Moment auch nicht dazu. Und ich will jetzt nicht nochmal losdüsen müssen. Würde ich irgendwie ziemlich ungeil finden. Daher klatschen. Ja, wir werden gleich was essen. Wir werden jetzt erstmal Sachen ausleeren. Dinge, die wir nicht brauchen werden. Achso, ist voll. Das ist voll. Ich denke, den Strahlenschutzhelm sollten wir mitnehmen. Ich glaube nämlich, den werden wir gleich wieder aufsetzen. Den ganzen anderen Rest können wir eigentlich auch gebrauchen. Ne, die Leuchtfackel eher nicht, oder? Den Feuerlöscher. Können wir den auch irgendwie wieder neu aufladen? Oder ist verbraucht? Verbraucht. Wir gucken mal schnell, was wir brauchen für den Feuerlöscher. Denn ich möchte persönlich nicht dorthin und dann feststellen, dass wir nicht reinkommen. Zweimal Glas, zweimal Titan. Wir machen das Ding mal schnell leer. Einfach so zum Testen, was dann passiert. Dann passiert nichts. Wir werfen ihn weg. Es möchte sich nicht wegwerfen lassen. Das ist ein bisschen schlecht, oder? Kann er nicht euer... Liegt das vielleicht daran, weil das hier unten drin ist? Moment, wir schauen mal. Und probieren es dann einfach hier mal. Oder wartet mal. Kann man das vielleicht auswählen? Ich habe gerade Ehre, aber nein. Es passiert nichts. So, wir legen hier wieder das drauf. Und dann versuchen wir jetzt hier unten irgendwie den Feuerlöscher loszuwerden. Also da müssen sie sich noch was einfallen lassen. Ich will hier unten dann nicht so ein Feuerlöscher-Massengrab haben. Gut, liebe Leute, wir müssen jetzt noch was essen und dann geht's wieder los zur Aurora. Dann werden wir uns hier da den Weg freischneiden. Wobei wir vielleicht erstmal den Schneider bauen sollten. Ja. Oh je, ich sehe schon wieder Schlimmes kommen. Es fehlt uns bestimmt wieder irgendwelches Zeug. Also Diamantbatterie und Titan. Haben wir doch bestimmt irgendwo. Ist denn nicht euer Ernst jetzt? Doch. Nein, das ist Magnetit. Wo ist denn der verdammte Diamant? Ich weiß, dass wir welches hatten.
dass wir irgendwo einen Diamanten hatten. Ja. Jetzt müssen wir noch einmal Titan finden. Einmal Titan. Und dann schnappen wir uns hier aus der Batterieladestation eine Batterie. Wobei, wir können gleich mal alle ausbauen. Wir werden ja dann sowieso wieder alle mitnehmen. So. Nun müssten wir ihn uns bauen können. Richtig. Ja, endlich, sage ich da mal. Es wurde auch Zeit. Wir legen den mal schnell auf 2. Okay, alles gut soweit. Das nehmen wir mit, das können wir noch hier lassen. Ja, ist natürlich alles voll. Hier nicht, dann bringen wir das hier noch rein. Die Schubkanone sollten wir auch mitnehmen. Die ganzen Batterien werden wir höchstwahrscheinlich tatsächlich brauchen, also können wir da nichts loswerden. Gut, gut, wir müssen jetzt noch schnell was essen. Diese verdammten Boomerangs, die vermehren sich auch wie sonst was. Können wir schon von den süßen Pinken was mitnehmen? Ja, können wir. Bleib doch mal da, süßes Pinkes. Und ich denke... Ah, verdammt. Ist ja egal. Jetzt haben wir alles voll. Gehen wir noch schnell essen und dann brechen wir auf. Emergency. Starvation imminent. Seek calorie intake immediately. Chill doch mal. Vital signs stabilizing. Super Sache. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das reicht. Reicht noch nicht ganz. Einen werden wir noch machen. Moment, den anderen. Wir lassen ihn einfach mal wieder frei. Es ist noch nicht seine Zeit gewesen. Er muss noch nicht sterben. Schön. Dum-di-dum-di-dum. Ich glaube, das könnte gerade eben ein Hinweis von unserem Wasserteil gewesen sein. Nee. Wir haben noch keins fertig, aber wir mittlerweile schon ein Salzvorkommen bekommen. Das hauen wir jetzt einfach mal vorläufig einfach nur mich hier rein. So, den essen wir noch und ich würde sagen, jetzt können wir tatsächlich aufbrechen. Halt. Haha. Dann hätte ich es wieder vergessen. Wir wollten doch auch noch eine Boje machen. Boje, Boje, Boje. Wo war denn das verdammte Ding? Ja, Signalboje. Wir brauchen Kupferdraht und Titan. Das kriegen wir hin. Kupfer und Titan. Aber ich glaube, mehr Titan haben wir auch gar nicht mehr. Ja. Das ist echt schlecht. Und für Kupferdraht brauchen wir natürlich 2 Erze. So. Und dann haben wir jetzt auch eine Signalboje. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir was richtig Cooles entdecken, können wir die Signalboje auswerfen und dann wiederkommen. Das passt doch. Jetzt sollten wir noch einmal ganz kurz unsere Vorratsklappe checken. Sieht eigentlich alles aus soweit. Das können wir noch reinhauen. Die Sachen sollten wir mal mitnehmen. Ich denke, die Signalboje werden wir ja wohl schwerlich bei uns rumtragen, oder? Also haben wir das Ding auch mal hier rein. Wie sieht es mit den Batterien aus? Eigentlich ganz gut. Wir können los. Also gut. Ziel ist wieder vorne irgendwie so der Aurora. Und dann wird die Sache. Dann müssen wir ja eigentlich nur noch einmal rein. Wir haben den Weg ja gesehen. Drinnen dürfte mittlerweile auch wieder alles okay sein. Sprich,
die Radioaktivität dürfte nachgelassen haben. Und dann schaffen wir es jetzt wahrscheinlich tatsächlich zum Braun-Anzug. Wir müssen uns dann halt nur irgendwie durch so ein Tor reinkatten. Und dann wird das. Batterien haben wir genügend dabei. Sollte alles laufen. Und was mir irgendwie fehlt, ist so ein Turbo für dieses Fahrzeug hier. Das wäre ziemlich cool. Was ist das denn? Wartet mal. Das sieht mir etwas sehr merkwürdig aus. Das sind einfach nur Türen, die hier in der Gegend rumschweben. Alles klar. Das ist völlig normal. Was haben wir da unten? Kennen wir das schon? Das ist auch bloß so ein Stückchen. Sehr komisch. Vielleicht wollten die hier irgendwas hinbasteln und dann hat das nicht geklappt oder so. So, jetzt müssen wir natürlich nochmal auftauchen. Eine gute Orientierung wiederfinden. Dann schwimmen wir bis nach vorne. Ich habe da gerade eine Kiste gesehen. Wir checken mal ab, ob irgendwie Wasser drin ist. Signal will ich jetzt nicht. Wir haben mittlerweile so viele Signale, denen wir nachgehen könnten. Welcome aboard, Captain. Dass mir das im Moment echt Latz ist. Wasser würde ich allerdings mitnehmen. Batterie brauchen wir auch nicht. Was war das gerade? Ich feiere das übrigens, dass man jetzt tendenziell in Fahrtrichtung aussteigt. Das wird bitterlich nötig. Da habe ich mich ja schon die ganze Zeit drüber aufgeregt gehabt. Ihr wisst es ja. Oder zumindest diejenigen, die das schon länger sehen. Die kennen das ja schon. Das ist ein bisschen kacke dann immer gewesen. Aber mittlerweile passt es eigentlich die meiste Zeit. Und das ist dann doch erfreulich. So, wir werden natürlich wieder versuchen, möglichst an der Oberfläche zu bleiben. Nicht allzu tief zu tauchen, denn ich habe jetzt irgendwie herzlich wenig Lust, dass uns dieses riesige Scheiß-Ungeheuer schon wieder wegfrisst. Das wäre einfach uncool. Ich finde das nicht gut, dass es hier immer noch fast so wirkt, als wäre das Schiff kaputt. Dabei haben wir das doch schon repariert. Also, ne, so gut es halt ging, ne? So, jetzt ist die große Frage, war das hier, wo wir hochgehen? Oder war das erst da drüben? Ich glaube, wir tauchen noch einmal rüber. Nicht, dass ich mich hier irre. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber ich denke, hier ging es irgendwie so hoch. Oder auch nicht. Wieso sieht das plötzlich, bilde ich mir das nur ein und das sieht wirklich anders aus. Nee. Und wisst ihr, was wir wieder vergessen haben? Den verdammten Feuerlöscher. Wie peinlich ist das denn? Gut, wir springen hier raus. Ich denke, das passt schon hier irgendwie. Wieso wirkt es so anders jetzt? Gab es ein Update in der Zwischenzeit und ich habe da irgendwas nicht mitbekommen? Oder es liegt vielleicht auch nur an der Nacht. Haben wir Taschenlampe? Achso, die haben wir hier. Also ich würde sagen, wir sind hier falsch. Definitiv. Es
Sind wir dann hier irgendwie richtig? Ich glaube auch nicht. Hä, was ist denn hier passiert? Wartet mal. Yeah. Da sollten wir dann jetzt aber richtig sein. Ja. Alles gut soweit. Hier sind wir richtig. Aus merkwürdigen Gründen hingen wir hier gerade. Okay. Und Sprung. Oh, guck mal. Ein Feuerlöscher. Dann nehmen wir den doch gleich mal mit. Nee. Ich glaube, wir sind hier falsch. Ja. Achso, wir sollten ja auch nochmal nach Wasser gucken. Da ist nichts drin. Okay. Wir sind hier falsch. Wir müssen hier noch eins höher. So sieht's aus. Na komm. Ich sollte jetzt auch mal was trinken. So. So ist es gut. Was sind das eigentlich alles für Teile? Also für mich wirkt das halt immer so, als wäre das was, was wir scannen sollten. Aber klappt irgendwie nicht. Wieso habe ich gerade das Gefühl, dass wir völlig falsch gehen? Und dass das hier nie der Weg war. Nee, Leute. Hä? Was ist denn da los? Also meiner bescheidenen Meinung nach mussten wir da irgendwo da drüber. Und da hochklettern. Waren wir vorhin doch schon richtig? Mann. Sachen gibt's. So, was haben wir in der Vorratskiste? Nichts. Da ist auch nichts. Also, ich hätte jetzt wirklich gegen Wasser nichts einzuwenden. Dürfte man mir ruhig geben. Leer und leer. Auch leer. Und ebenfalls. Läuft. Und hier wurden natürlich mal die erwischt. Ich weiß echt nicht, wieso uns das jedes Mal voll tropft. Da ist auch nichts. Ebenfalls leer. Ja, das ist wirklich immer so das sicherste Anzeichen, dass man schon mal da war. Sein Signal, das wollen wir aktuell auch nicht mitnehmen. Wir haben schon genügend. Erste Hilfe-Set, nein. Nein. Haben wir auch noch. Ich glaube jetzt nicht, dass da uns da drin noch irgendwas super Gefährliches erwartet. Also ich hoffe es jetzt zumindest einfach mal. Wäre natürlich super mies, dass sobald wir irgendwie die Tür aufgeschweißt haben, uns ein Viech anspringt, aber... Ja. Könnte sein. Sollte nicht sein. Ich wäre dagegen. So. Ziel ist natürlich wieder die Frachtbucht. Und wenn wir dort sind, sollten wir eigentlich... Warte mal, ging das hier dann schon rein? Wir müssen jetzt mal gucken. Ja. Ja, natürlich hat uns wieder was erwischt. In der Vorratskiste ist nichts. Kennen wir den Tisch schon? Na, Objekt wurde bereits erforscht. Okay.
Da war es nun auch nicht. Und... da mal rein hier. Und da ist Wasser. Sehr schön. So, jetzt hier schnell durchgeschwommen. Seemottenbucht Dive Room. Was war da hinten? Die Bran-Bucht. Und natürlich noch ein Umkleideraum. Super Sache. Geh weg. Okay, er geht weg. Ich würde sagen, wir schneiden die Tür in der nächsten Folge auf. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ich wünsche euch was. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.